Marina? Marina? I think there are a lot of Marinas here today. Okay, perhaps we can start here. Could you please come to this side? Ich kann in Deutsch fragen, war richtig, ne? Kein Deutsch. Ich kann in Deutsch fragen. Ja, vielleicht, ja. Okay, Rita McBride, hier im Kunstverein Duisburg. Und zwar mit einer ganzen Klasse. Was macht ihr hier? What are you going to do here? Actually, I'm going to let Elmer speak in German. Okay. About this process. Okay. Okay, deutsche Sprache. Es ist lustig, weil es geht um Sprache in der Ausstellung. Also es war ein ganz schöner Anfang. Es geht um Sprache bzw. um Sprechen in der Klasse von Rita McBride. Und dieses ganze Projekt, das wir bearbeitet haben, ist ein Gruppenprojekt. Also es gibt keine einzelnen Positionen in der Ausstellung, sondern eine gemeinsame Arbeit, die auf mehreren Treffen basieren, die wir durchgeführt haben und uns mit Sprechen im Kunstkontext beschäftigt haben, eigene Ansätze überlegt haben und schließlich diese Realisation gefunden haben. Und daher ist es auch so, dass keiner sich aus der Gruppe irgendwie hervorheben will und alle deswegen Marina heißen, oder? Was heißt, keiner will sich hervorheben? Man hebt sich schon hervor, nur eben hier geht es nicht um einzelne Positionen, individuelle Künstlerpositionen, sondern eben um eine fiktive Basis, die wir schaffen, die eben Marina. Nochmal eben zur Erläuterung, die Klasse von Rita McBride heißt an der Kunstakademie in Düsseldorf. Was macht ihr da normalerweise? Ich mache da gar nichts mehr, ich habe da studiert und der Rest ist aktuell eingeschrieben und arbeitet dort. Mhm. Wo überwiegend oder in welchen Bereichen? Eher Skulptur oder eher? Es ist frei, offen, Skulptur, wie das? Mhm. Das ist Skulptur. Okay. Wie kommt denn jetzt die Verbindung zum Kunstverein zustande? Wir wurden eingeladen. Rita McBride wurde eingeladen, hat ihre Klasse gefragt, ob das Sinn macht, hat mich gefragt, ob ich Lust habe, das mit zu organisieren, und dann haben wir es gemacht, die letzten 6 Wochen. Also demzufolge können wir feststellen, das macht Sinn, dass ihr das hier macht, wie ihr gerade selber gesagt. Die Frage ist, was beinhaltet dieses Projekt jetzt mal von der Sprache abgesehen genau? Also wir sehen hier schon verschiedene, ich sag mal, Buchstaben, die das auf die Wände... Ja, ist klar. Also, weil Sie sagen, von der Sprache abgesehen, die Basis dafür war eben ein Austauschprozess zwischen den Teilnehmern. Und der funktioniert eben bildlich und sprachlich. Okay. Und das schwankt immer zwischen diesen beiden Aspekten hin und her. Und eben auch Sound. Es wird auch eine Soundarbeit geben, die wir gerade ausgestellt haben für das Gespräch. Und eine Publikation, an der wir gemeinsam gearbeitet haben. Und eure Gruppe ist ziemlich international besetzt? Ja. Wo kommen so die einzelnen Vertreter her? Amerika, USA, Deutschland, Griechenland, Korea, Israel, Schweiz, ist Trinidad ein Land? Das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Holland haben wir auch. Ja. Okay. Ja. Macht ihr solche Projekte öfter oder ist das jetzt was Besonderes in der Form? Also ich kenne es schon auch von meinem Studium so, dass eine Präferenz auf Gruppenarbeit liegt, was auch gefördert wird oder speziell auch für diese Klassenstruktur ist. Ja. Wann geht's los? Freitag. Freitag den 4.5. Genau. Und man sollte pünktlich da sein. Warum? Weil es noch eine Veranstaltung gibt zur Eröffnung. Eine Lesung. Okay. Alles klar.
Dann will ich jetzt mal nicht länger stören, sondern bedanke mich für das Gespräch, auch bei der ganzen Gruppe. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.